Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt und drücke X, damit dein Pferd zu dir kommt. Ja, das weiß ich. Und, wir haben beim letzten Mal hier so eine kleine Nebenquest erledigt, die ich echt ganz cool fand. Los, Plötze. So, wir können jetzt mal wieder, schauen wir mal, wo wir sind. Nicht erkundeter Ort, Wir könnten jetzt mal... Wollen wir uns nochmal an den blöden Greifen wagen? Komm, wir machen es einfach mal. Komm jetzt. Und sieht das nicht hammermäßig aus? Ach so. Hä, wo war denn nochmal... Ach, Leertaste, Meditation, genau. So. Wir meditieren mal. Bis 11. Na, machen wir mal bis 8. Das kannst du jetzt nicht tun. Wir steigen mal ab. Und dann können wir ja bestimmt... So. Upsa, das war... das war falsch. So, wir meditieren bis... 5, 6, 7, 8 Uhr. Alles klar. So, jetzt ist auch endlich wieder... Oh, Tag. Und die Sonne scheint und alles ist... Los, lauf! Froh und munter und... ich würde sagen, wir reisen auch diesmal so richtig und nicht wieder so einen Schnellpunkt nehmen. Du bist so gut wie tot. Wie ein Mann. Okay, dann wollen wir uns den mal an. Dann wollen wir uns... Oh. Verdammt. Und kann der Bogenschütze... Oh. Der Bogenschütze war hartnervig, habe ich das Gefühl. So, gegrilltes Hühnerbrötchen und einen kleinen Knüppel. Ja. Apropos, wie sieht's denn so in unserem Inventar mal aus? Achso, Charakter, ja. Haben wir noch Punkte? Wir haben noch einen Punkt. Mal gucken, was skillen wir denn? Muskelgedächtnis erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen um 5%. Achso, nicht genügend Fähigkeitspunkte. Na, schade. Genau, wir haben die Lichtreflexe geskillt, die kommen uns auch zugute. Dann, das mit dem Inventar hatten wir ja schon alles, bla bla. Wunderbar. So, was haben wir denn hier? Rostiges nilfgaardisches Schwert, das bringt uns gar nicht. Rostiges Velena-Schwert, das bringt uns auch nichts. Einen kleinen Knüppel, Jägerhandschuhe. Wir haben auch schon bessere Jägerhandschuhe. Haben wir hier noch was? Wasserflasche, also ein bisschen Futter würde ich mir gerne noch besorgen im Dorf und dann ein bisschen Alchemie. Können wir mal gucken. Na. Was macht der nochmal? Donner erhöht die Angriffskraft. Ja. Den sollten wir dann auch nehmen. Aber ich hätte gerne noch ein paar blaues Mutagen, großes blaues Mutagen. Okay. Ich hätte aber ganz gerne noch hier. So Heiltränke, klassische. Und was haben wir denn hier? Eine Kiste. Velena Langschwert und Floren. Ja, das Schwert gucken wir uns jetzt mal an. Hier ist es. Oh. Macht deutlich mehr Schaden. Als unser Schwert. Ja, das hat sich doch schon mal gelohnt hier. Haben wir hier noch was? Eh aufnehmen. Bisschen ein paar Lederbalk und was haben wir hier? Nur wie gerade Schwert und Öl. Na, das hat sich doch rentiert jetzt ein bisschen wenigstens.
Ach, wie kann man sich nochmal... wir haben ja keine Heiltränke mehr. So. Den Wolf hätten wir ohne Probleme hinbekommen. Und hier hinten ist noch ein Wolf. So. Den hätten wir auch ohne Probleme. Was ist denn hier unten? Das sieht aber auch nicht so nett aus. Oh Gott, hier in der Landschaft kann man sich echt verirren und tagelang rumlaufen, ne? Ich hoffe, euch macht so eine kleine Erkundungstour jetzt mal nichts aus. Ah, wir gehen jetzt Richtung zerstörtes Dorf. Ja gut, dann machen wir vom zerstörten Dorf aus den Fast Travel. Beziehungsweise, ich würde dann gerne das Schwert noch schleifen und ein bisschen aufpäppeln, damit wir so ein bisschen besser gerüstet sind beim Kampf gegen den Greifen. Schnell reisen. So. Wir machen uns hier zur Klagebrücke. Und der Soundtrack ist echt der Wahnsinn, muss man so mal sagen. So, wir sammeln hier auch mal Hundspetersilie. Aha. Interessant, was hier alles für Kräuter wachsen. Da springen sie zu lustig aus. Was willst du? Nilfgaardischer Soldat. Tritt zurück. Ah, meinetwegen. So. Wir wollen aber erstmal hier wieder in das Dorf rein. Oh, da bin ich gerade raus, ich Trottel. Schon von der Freiheit-Brigade gehört. Deinesgleichen hat dort gedient. Andere. So. Einmal ins Dorf rein und dann suchen wir uns erstmal einen Schmied, um die Klinge ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Also um die zu schleifen und ja. Eine Gans! Eine dumme Gans! Hm, gibt's hier überhaupt einen? Er feiert und singt, Kaiser M hier trinkt, dann fällt er ins Bett und stößt sich ganz doll. Und am Morgen hat er die Hose voll. Was sagst du da? Das war ja ein sehr cooles Lied. Okay, der hat noch eine Quest für uns. Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles! Okay. Vorsicht mit den Beleidigungen, sonst trage ich noch zu deinem Unglück bei. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten, Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Koffer. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Okay. Upsala. So. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stets? Viel Glück! Alles klar. Also ich würde sagen, die Quest machen wir auch noch. Durchgeknallter Brandstifter V-Quest verfolgen. Alles klar. Das heißt, wir müssen dann wahrscheinlich mit unseren Witcher-Sinn hier so ein bisschen was erkunden. Aber hier haben wir auf jeden Fall schon mal genau, Gegenstände wurden aufgewertet. Wunderbar. Ja, und Leute, wenn ihr mal auf die Zeit schaut, ich sage jetzt ganz, ganz lieb danke fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat,
dann zeig das doch mit einem Daumen nach oben. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist und dir meine Let's Plays gefallen, dann freue ich mich natürlich über dein Abonnement. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.